Gut. Ja, ich stelle mich natürlich auch kurz vor. Ich bin Max Plenert, für alle Leute, die mich nicht kennen. Ich war mal im Bundesvorstand der Grünen Jugend, bis die Grüne Jugend mich dann rausgeworfen hat, weil ich zu alt geworden bin. Also ab einer gewissen Menge graue Haare reicht es dann auch irgendwann mal. Ich bin weiterhin bei den Grünen aktiv, hauptsächlich drogenpolitisch. Und bin ansonsten auch noch wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Deutschen Hanfverband. Also unser Motto ist Legalisierung aus Vernunft. Und weil es sicherlich auch spannend ist, mal zu wissen, wie denn auch Legalisierungsarbeit in Deutschland aussieht, werde ich auch zum Deutschen Hanfverband kurz ein paar Worte verlieren. Da ich meinen Vortrag inzwischen ausreichend in- und auswendig kenne, können im Prinzip auch jederzeit Fragen gestellt werden. Wir können auch gerne kleine Diskussionen am Rande geführt werden. Ich finde den roten Faden dann meistens schon wieder. Ein nicht kleiner Teil der Sachen, der Fragen, die in eurem Kopf rumschwirrt, wird beantwortet werden im Vortrag. Also da ist sozusagen die Quintessenz des Vortrags, ist schon alle Fragen, die ich schon mal abbekommen habe, habe ich dann noch versucht einzubauen. Ich werde am Anfang ein bisschen was erzählen zum Thema, was sind überhaupt Drogen? Also gerade legale, illegale Drogen, weiche Drogen, harte Drogen etc. Wie wirken Drogen überhaupt? Weil das war in der E-Mail von Mona an mich war drin gestanden, dass auch das von Interesse ist. Den Rest des Vortrages werde ich dann nur über Drogenpolitik reden und auch über das Konzept des Drogenfachgeschäftes. Zum Punkt Drug-Tagging würde ich dann am Ende nochmal was sagen. Das ist jetzt nicht explizit drin, aber das ist gerade ein sehr, sehr aktuelles Thema. Deswegen weiß ich da auch ein bisschen was zu berichten. Also mein Vortrag, die Folien sind sowieso überladen und ich erzähle eigentlich eh nochmal, was auf den Folien drauf ist. Deswegen ist es nicht ganz so essentiell. Der Titel meines Vortrags ist Drogenfachgeschäfte und Drogenmündigkeit. Das sind eigentlich die zentralen Vorstellungen, die die Grüne Jugend hat in dem Bereich, insbesondere halt als Alternative zum Drogenverbot und auch zum Thema Abstinenz, weil wir werden sehen, dass Abstinenz nicht als individuelle Entscheidung, sondern als Entscheidung für die ganze Gesellschaft leider etwas ist, was sehr vorherrscht, was die Drogenpolitik ausmacht in Deutschland. Also wir haben ein Abstinenzdogma und da kann man eine ganze Menge dran erklären. Also es geht mir nicht darum, dass ich jetzt will, dass alle Leute Drogen nehmen. Also wenn jemand für sich persönlich sagt, dass er abstinent sein möchte, das ist eine vollkommen akzeptable Entscheidung. Aber es gibt halt manche Leute, die glauben, man muss die ganze Gesellschaft Abstinenz machen und das ist eher der Ausdruck einer ziemlich totalitären Fantasie als irgendetwas, was sonst in unserem Rechtsstaat, wo wir ja viele Freiheiten haben, irgendwie damit kompatibel wäre. Ich werde am Anfang kurz ein paar Kleinigkeiten auch noch definieren, auch was ist überhaupt Drogenpolitik, auch das ist eine spannende Frage. Dann werde ich in einen anderen Vortrag reinswitchen, wo es darum geht, wie kann man Drogen eigentlich klassifizieren und bewerten und wie wirken sie überhaupt. Also da kann man auch ein paar relativ grundlegende Aussagen machen, unabhängig von der einzelnen Substanz. Es folgt dann eine kurze Bilanz der aktuellen Politik. Also was kann die Politik heute erreichen, was erreicht sie nicht, welche Nebenwirkungen hat sie. Und danach werde ich halt präsentieren, was die Grüne Jugend für Vorstellungen hat. A, Drogenmündigkeit und B, das Drogenfachgeschäft. Und ich werde auch nochmal kurz darauf eingehen, warum wir immer noch die Politik von heute haben und nicht eine andere. Das liegt auch daran, weil wir ein ziemliches Drogenpolitikproblem haben. Am Anfang vielleicht nur ein paar ganz kurze Worte noch zum Deutschen Hanfverband, wo ich arbeite, da das im Prinzip eine Ausgründung aus dem Fachforum Drogen der Grünen Jugend ist über eine ganze Menge Jahre. Also mein Chef war auch mal Koordinator des Fachforums Drogens, das ist zwar schon ein paar Jährchen her, aber deswegen ist es auch durchaus spannend zu sehen, was läuft überhaupt legalisierungspolitisch gerade in Deutschland, und da ist der Deutsche Hanfverband eigentlich die einzige wirkliche Lobbyorganisation in diesem Bereich. Also die meisten anderen Themen haben ja, was weiß ich, Gewerkschaften, Naturschutzverbände, Klimaschutzverbände, Fraueninitiativen etc. Also es gibt für viele Themen gibt es eine ganze Menge Lobbyorganisationen, die aktiv sind. Und im Bereich Drogenpolitik ist der Deutsche Hanfverband einer von ganz, ganz wenigen, die überhaupt etwas machen. Wenn man jetzt von Parteien mal absieht oder von der Grünen Jugend, die das als intern als Bestandteil haben, aber als explizites Thema gibt es da nicht so schrecklich viele. Ich habe hier mal drei unserer Slogans präsentiert. Das eine ist das Motto unseres Flyers.
Legalisierung aus Vernunft. Vernunft auch in Abgrenzung zu der ziemlich moralistischen Vorstellung, dass Menschen anderen vorschreiben wollen, wie sie denn zu leben haben. Vernunft auch, weil wir eine relativ nüchterne Analyse des Drogenproblems uns zugrunde liegt. Und gerade diese nüchterne Analyse ist eigentlich das, was unserer Drogenpolitik fehlt. Wenn man sich das anschaut, argumentieren da unglaublich viele Leute sehr emotional, sehr ideologisch, sehr moralisierend, obwohl man eigentlich in vielen Bereichen genau dieselben Interessen hat. Also wir wollen schauen, dass wir Jugend schützen, wir wollen schauen, dass die organisierte Kriminalität nicht gefördert wird, wir wollen, dass es möglichst wenig Probleme mit Drogen gibt, und unserer Meinung nach ist die Legalisierung da das Mittel der Wahl. Ein anderes Motto, das wir auch auf Rikschas, die in Berlin rumfahren, aufgeklebt haben, ist Schluss mit Krimi, Cannabis normal. Darum geht es, dass Cannabis weiterhin nicht nur die am meisten gebrauchte Substanz ist in Deutschland von den illegalisierten Drogen, sondern auch immer noch einer massiven Kriminalisierung ausgesetzt, dass ein riesiger Teil der Betäubungsmittel, die Delikte, die erfasst werden, richtet sich gegen Konsumenten, das richtet sich gegen Cannabiskonsumenten. Und wir sagen halt, also gerade dieser Irrsinn, diese Kriminalisierung von Konsumenten ist eigentlich vollkommen abnormal. Also man kann sich ja darüber diskutieren, ob Drogen legal sein sollten, ja oder nein. Aber dass man eigentlich wirklich unglaublich viel Polizeiresourcen dafür verwendet, den einfachen Konsumenten zu jagen, das ist eigentlich ziemlicher Wahnsinn. Und da braucht es eine Normalisierung, denn, da bin ich beim dritten Slogan, für den normalen Cannabiskonsumenten ist die Strafverfolgung die schlimmste Nebenwirkung seit des Cannabisgebrauchs. Natürlich gibt es gesundheitliche Gefahren von Cannabis, das ist vollkommen unbestritten. Manche Leute übertreiben es, manche Leute sind vielleicht auch eher anfällig für gewisse Risiken, aber für die Mehrzahl der Konsumenten, deren Hauptproblem ist es, dass sie von der Polizei gejagt werden. Und kurz zu dem, was wir als Deutscher Hanfverband machen. Unser Firmenmotto ist eigentlich Legalisierung. Wir machen das für Sie, weil es halt relativ viele Leute gibt, die durchaus ein Interesse haben an einer anderen Cannabispolitik, aber entweder selbst nicht politisch aktiv werden, weil sie meinen, das sollten andere für sie machen, oder weil sie sich nicht trauen. Und das ist eigentlich eine ziemlich erschreckende Sache. Wir hatten eine Petition laufen, die auch von der Grünen Jugend unterstützt wurde. Die war jetzt am letzten Mittwoch vermutlich im Petitionsausschuss. Da ich im Urlaub war, weiß ich noch nicht, was dabei rausgekommen ist. Die lief circa ein Jahr lang. Und das Erschreckende an dieser Petition war, also wir vermuten jetzt nicht, dass damit groß was passiert, aber es war eine schöne Mobilisierung mit über 30.000 Menschen, die da unterschrieben haben. Es hätten viel mehr sein können, einmal wenn der Petitionsausschuss uns nicht den Starttermin für die Petition irgendwie die Woche vor Weihnachten gelegt hätte, obwohl sie eigentlich gesagt haben, er kommt im Frühling. Und der andere Grund war, dass sich die Menschen nicht getraut haben. Wir haben ganz viele E-Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, sie oder ihre Freunde haben nicht unterschrieben, weil sie Angst hatten, dass die Polizei das mitbekommt, dass irgendjemand das erfährt und sie deswegen Sanktionen abbekommen. Das war für mich ein unglaublich erschreckender Erkenntnis, dass wir inzwischen so weit sind in Deutschland, dass Menschen, wenn sie eine Petition unterzeichnen, also einfach eine politische Meinung, die nun nicht mehr zu den Extremsten gehört, weil sie das mit einer Unterschrift unterstützen, dass sie Angst haben, im Polizeicomputer zu landen, bei der nächsten Fahrzeugkontrolle rausgewunken zu werden und deswegen Ärger bekommen. Also das ist mir, da merkt man mal, wie weit die Bürger inzwischen Angst vor diesem Staat haben, auch vor Datenspeicherung haben, und deswegen waren es nur 30.000 Menschen, die unterzeichnet haben. Das ist trotzdem eine, ich glaube, die auf Platz 17 aller jemals eingereichten Online-Petitionen. Das fand ich für uns, für einen kleinen Handverband, nicht schlecht, wenn man sich anguckt, dass die Themen, die da drüber waren, das waren dann so Sachen wie Grundeinkommen, Vorratsdatenspeicherung, wo nochmal eine ganz andere Lobby dahinter steht. Wo wir auch gemerkt haben, dass genug Leute hinter uns stehen, wir haben eine Mnet-Umfrage zusammen auch mit den Grünen finanziert, wo wir mal die Menschen gefragt haben, welche Meinung haben sie denn überhaupt zum Thema Drogenpolitik? Weil das ist relativ spannend. In Deutschland weiß man das kaum. In den USA wird das regelmäßig abgefragt, also tun die großen Meinungsforschungsinstitute regelmäßig zu unterschiedlichsten Themen, was nicht Abtreibung, Waffenbesitz, Irakkrieg etc. das Abfragen der Bevölkerung, weswegen die Politiker auch immer eine relativ gute Einschätzung haben, wie ticken die Leute, gibt es einen Meinungsumschwung, ja oder nein.
Das wird in Deutschland leider nicht gemacht im Bereich Drogenpolitik. Und wir haben eine Edmund-Umfrage deswegen in Auftrag gegeben, kostet auch ein paar tausend Euro. Die Erkenntnis war, es gibt keine Mehrheit in Deutschland für den Status quo oder eine Verschärfung. Die Leute wollen eine Entkriminalisierung, die Leute wollen auch eine Legalisierung, 20% der Leute wollen eine sofortige Legalisierung von Cannabis und Gleichstellung mit Alkohol und Tabak. In Berlin sind sogar 40%, die so eine sofortige Legalisierung gut fänden. Das ist gerade im Kontext zu den Aussagen von Renate Künast durchaus spannend, die sich ja vom Parteiprogramm distanziert hat und hier, ich will eine rauschfreie Gesellschaft. Ich muss ihr dann unterstellen, das war wohl wirklich ihre innerste Überzeugung, weil Wahltaktik kann es nicht gewesen sein. Weil wenn sie nicht mehr als 40% hätte bekommen wollen, hätte sie zur Hanfparade kommen sollen und rufen sollen, legalized, dann hätte sie sicherlich gerade im grünen Milieu ziemlich gepunktet. Gut, stattdessen hat sie die ganze Zeit rechts geblinkt, wollte mehr Polizisten haben und wir haben trotzdem Stimmen an die CDU verloren. Aber das ist sicherlich noch eine ganz eigene Geschichte. Aber zurück zur Umfrage. Egal, ob das junge Leute waren, ältere Leute, Männlein, Weiblein, Ostdeutschland, Westdeutschland, Parteipräferenzen, nirgendwo wird gesagt, ja, wir wollen, dass es so bleibt oder wir wollen, dass es noch verschärft wird. Auch selbst bei den CDU-Wählern, das ist zwar ein bisschen, also man merkt zwar ein bisschen Unterschiede, aber es gibt einen sehr breiten Konsens, dass es eigentlich eher Richtung Liberalisierung, Richtung Legalisierung gehen sollte, während die Politik sich einen Scheißdreck drum kümmert. Muss man ganz klar dazu sagen, auch bei den Linken, bei den Grünen spielt das Thema zwar unabhängig von der Beschlusslage wenig eine Rolle, es wird gerne bei Koalitionsverhandlungen relativ schnell aufgegeben und gerade auch in den großen Parteien, also gerade die CDU sollte sich zumindest mal drüber nachdenken, ob sie ihren Hardcore-Kurs, den sie da fährt, wenn nicht mehr die eigene Wählerschaft das noch unterstützt, ist schon die Frage, warum machen wir das eigentlich? Sollten sie mal kräftig hinterfragen. Die jungen Liberalen setzen sich ja auch dafür ein. Ja, die waren ja relativ ambitioniert, ganz viele Unterschriften zu sammeln. Ja, deswegen, also die jungen Liberalen, allgemeine Jugendorganisationen, auch die Jusos, sind prinzipiell von ihrer Beschlusslage her, was das Thema angeht, offen und haben auch die Petition unterstützt. Die Jusos hatten ein bisschen ein Problem, weil ihre Beschlusslage halt schon 20 Jahre alt ist. Und es zeigt sich, dass auch gerade bei unseren lieben Freunden von der Sozialdemokratie da auch etwas, naja, ein sehr breites Spektrum abgedeckt wird an Meinungen. Also ich hatte sowohl die Erfahrung, dass viele Leute einen unterstützt haben. Ich war jetzt auch in Frankfurt bei den Jusos. Die fanden das eigentlich ganz cool und waren auch für die Legalisierung aller Drogen zu haben. Was dann halt ein bisschen erschreckend war, dass ich bei diesem Vortrag, also den Vortrag hatte ich gehalten, explizit das Deutsche Hanfverband, explizit nur, es ging nur um Cannabis. Und am Ende hat dann auch ein User gesagt, naja, also erstens, das stimmt ja alles gar nicht. Also gerade du hast gesagt, Cannabis ist keine Einstiegsdroge, das stimmt überhaupt gar nicht. Ich habe mir beim Handy gegoogelt und Google gesagt, Cannabis ist doch eine Einstiegsdroge, deswegen ist das alles falsch. Die Studie hat es auch gar nicht richtig vorgestellt, obwohl ich mir extra die Zeit genommen habe, die Studie, die gleich kommt, in Ruhe vorzustellen. Und dann hat er auch noch gesagt, naja, also wir sollten User intern, also das ist ja ziemlich gefährlich, dass wir dieses Thema hier überhaupt diskutieren. Das ist ja brandgefährlich, darüber nur zu sprechen. Und wir sollten das Jusos intern doch mal klären, ob wir derartige Vorträge hier überhaupt noch mal haben wollen. Wo ich mir dann auch gedacht habe, gut, dann aus so Leuten wird dann irgendwann mal ein kleiner Stalin, der dann auch Themen einfach verbietet. Aber so ist halt im Wesen des Sozialdemokraten halt nicht nur nette Leute drin, sondern vielleicht auch ein Otto Schily und ein Gerhard Schröder. Mit dem muss man sich dann halt arrangieren. Wir planen auch schon die nächste Petition, also jedes Thema kann vom Petitionsausschuss nur einmal pro Legislaturperiode behandelt werden und wir überlegen, ob wir einfach für den nächsten Wahlkampf dann einfach auch die Petition oder eine ähnliche Petition nochmal starten und dann werden wir an die Jugendverbände rantreten und sagen, gut, ihr unterstützt eh alle, dann machen wir noch einen Wettbewerb drauf, welche Jugendorganisation schafft denn die meisten Unterschriften zu sammeln. Das wäre auf jeden Fall immer spannend zu sehen, wer denn da noch wirklich dahinter steht. Kann man das im Nachverfolgen? Ich meine, man unterschreibt ja auf der Seite vom Deutschen Bundestag. Ja, Privatpersonen. Ja gut, was das Online-Verfahren angeht, ja, aber ein Großteil geht ja über Unterschriftenlisten und die kann man ja, da kann man ja neben der eigentlichen Unterschriftliste noch ein kurzes Label drauf machen und dann können wir ja mal schauen, wie viel zusammenkommt. Also wir hatten auch einfach nicht die Kapazität, richtig viel Unterschriften zu sammeln. Wir waren auf der Fusion, das war sehr erfolgreich, aber mit einem Verband, der nur aus 3 Mitarbeitern besteht, war mehr nicht wirklich zu schultern. Doch gut, weil dass wir Lobbyarbeit machen und auch über unsere Homepage
eine gewisse kritische Gegenöffentlichkeit schaffen, ist relativ klar. Auf zwei Kleinigkeiten möchte ich noch hinweisen. Das eine ist, weil inzwischen auch gerade unter grünen Politikern die Ansicht besteht, Cannabis ist doch eh entkriminalisiert, da passiert einem doch nichts mehr. Deswegen haben wir Videos gedreht von Menschen, die polizeiliche Repression erfahren mussten und das präsentiert, um Leuten einfach mal klarzumachen, es gibt noch Kriminalisierung. In Bayern mit vollkommen absurdem Theater, das betrieben wird. Also wir haben einen Fall, da wurde jemand auch unter anderem wegen Hanföl, also wegen Nutzhanföl, hat er Ärger bekommen. Und auch ein junger Mensch schildert, wie er Opfer einer Hausdurchsuchung wurde, auch aufgrund von Anschuldigungen von einer Person, die selbst Dreck am Stecken hatte. Also das ist durchaus üblich, dass irgendwelche Leute dann plötzlich anfangen, ja, ich verrate jetzt nochmal alle meine Kontakte, auf dass ich dann Strafmilderung bekomme, was erstmal vollkommener Schwachsinn ist, weil die Polizei sind nicht diejenigen, die über irgendwas zu entscheiden haben. Aber ein Effekt ist dann, man bekommt eine Hausdurchsuchung. Und wenn man geschildert bekommt, wie es ist als junger Mensch, wenn wildfremde Männer dein ganzes Zimmer auseinandernehmen, wegen Licht und Widerlicht, ich glaube, sie haben mal ein paar Hanfsamen gefunden und das war's dann. Das wird dann auch alles eingestellt. Aber was für ein Gefühl es ist, wenn Menschen in dein Haus kommen, in dein Zimmer gehen und wirklich jeden Winkel durchsuchen, das ist schon ziemlich ekelerregend. Und das wollten wir präsentieren. Und unsere allerneueste Aktion, die konnte ich jetzt ganz frisch aufnehmen, Frau Merkel hat sich Obama als Vorbild genommen und hat gesagt, naja, ich trete bei einem Dialog mit den Bürgern, damit sie mir nicht zu nahe kommen, machen wir das Ganze über YouTube. Und man konnte bei YouTube Fragen einreichen, die Frau Merkel beantworten soll. Und wir haben als Deutscher Handverband eigentlich eher, ja, wir probieren es mal aus, haben wir halt eine Frage zum Thema Cannabis-Legalisierung gestellt. Und es sind jetzt mit Abstand die erfolgreichste Frage. Das Ranking lief auch noch bis letzten Freitag. Und in zwei Wochen wird Frau Merkel dann zu unserer Frage, die auf Platz 1 ist und irgendwie auch 3 oder 4 Mal mehr Stimmen hat, als der Platz 2 Stellung nehmen per YouTube. Da sind wir auch gespannt, was sie sagt. Wir erwarten uns natürlich nicht allzu viel Positives, aber allein die mächtigste Frau der Welt dazu genötigt zu haben, zumindest mal Stellung zu beziehen zu dem Thema, ist spannend und man kann zumindest hoffen, dass sie nicht auf diesem abgrundtief miesen Niveau argumentiert, wie es ihre Kollegen tun. Dazu werde ich später beim Thema Drogen- Politikproblem noch was sagen. Schickt das doch auf jeden Fall rum, den Link zu ihrer Stellung. Ja, werde ich machen. Das ist... Okay. Kannst du auch die PowerPoint-Präsentation uns geben? Ja, kann ich gerne machen. Ich werde die, muss ich noch mal ein bisschen zurechtbasteln, weil ich glaube, ich habe an ein, zwei Stellen noch nicht exakt die Quelle genannt, bevor ich es in der Stelle ohne Quelle. Aber kann ich gerne rumschicken. Bei uns über die Liste oder? Ja, und ansonsten wird das auch vermutlich dann alles auf entweder drogenfachgeschäft.de oder alternative-drogenpolitik.de oder dhv.de auch zu finden sein. Gut, das als Vorbemerkung zum Deutschen Hanfverband. Wer wissen möchte, wie gesagt, hanfverband.de. Nun kurz einige Definitionen, um einfach mal zu wissen, über was wir reden, welche Ziele wir haben. Und wenn ich über Drogenpolitik spreche, dann habe ich erstmal eine ganz bescheidene Definition. Drogenpolitik ist die Politik, die versuchen soll, die Probleme, die es mit und wegen Drogen gibt, zu mindern, ohne neue Probleme zu schaffen. Das ist eine sehr wichtige Definition, weil wir sehen werden, dass die heutige Drogenpolitik auch versucht, Probleme zu mindern, angeblich sogar zu lösen, was noch ein viel weitergehender Anspruch ist, aber halt noch zusätzlich noch eine ganze Menge Nebenwirkungen hat. Und ich sage auch, man kann Probleme nur mindern, solange es Menschen gab und gibt, haben sie Drogen konsumiert und werden sie Drogen konsumieren und deswegen wird es auch immer irgendwelche Probleme damit geben. Die Gesellschaft wird immer sich überlegen müssen, wie sie damit umgeht. Und deswegen werde ich nie das Drogenproblem lösen können. Wer die Lösung haben möchte, dann, gut, schade, dass wir jetzt nicht in der Landesgeschäftsstelle sitzen, da hätte ich einfach sagen müssen, geht einfach auf die andere Straßenseite, Dr. Scientology. Die haben dann sicherlich ihre Konzepte und predigen was von der drogenfreien Gesellschaft. Ist halt nicht so ganz realistisch, aber darum geht es ja gerade. So. Zum Thema Droge. Zum Thema Droge schalte ich, weil das explizit gewünscht wurde, auf einen anderen Vortrag, der sich erstmal damit beschäftigt, A, wie kann ich denn überhaupt Drogen klassifizieren und bewerten und wie wirken Drogen denn eigentlich?
Also das ist dann, ich habe das der neuropsychopharmakologische Blick genannt. Wenn man den anwendet auf die Drogenpolitik, auf Drogen, dann kann man zumindest eine Idee bekommen, eine grundsätzliche Idee, wie Drogen wirken und das Ganze mal ein bisschen massiv entmystifizieren, weil man wird relativ leicht verwirrt. Es gibt hunderte von Drogen, die alle angeblich ganz unterschiedlich wirken, irgendwelche Killerdrogen dabei, irgendwelche weichen Drogen dabei. Man kann das relativ stark entmystifizieren, wenn man sich einfach mal genau anschaut, wie funktioniert denn das überhaupt. Zu den Begriffen, also wenn ich hier von Drogen rede, meine ich im Prinzip auch erstmal alle Substanzen von Koffein bis Crack, weil es sind alles Drogen, es sind alles Substanzen, die pharmakologisch wirken, also die ich in meinem Körper zuführe und sie da eine Wirkung entfalten, und meistens wirken sie auf die Psyche, insbesondere auf ganz spezielle Nervengebiete, ganz bestimmte Rezeptoren. Und das ist im Prinzip das, was alle Drogen gemein haben. Man könnte jetzt auch lange einfach auf dem letzten Bundeskongress drüber diskutiert, wo man denn da die Grenze ziehen kann. Also ob jetzt Zucker und Fastfood denn jetzt auch unter Drogen fallen würde. Der Einfachkeit halber klammer ich die mal aus. Aber auch die Debatte kann man mal führen. Weil, also gerade wenn es darum geht, wie zum Beispiel auch Fastfood die Leute dazu wirklich bringt, das immer mehr zu essen. Weil gerade mit dieser netten Kombination, dann ist einfach Geschmacksverstärker, Zucker und Fett. Das sind durchaus Punkte, die auch im Hirn das Belohnungssystem ansprechen, wo man auch sagt, oh, immer her damit. Und auch Zucker ist, gerade in unseren Gefilden, eigentlich nicht mehr unbedingt das Lebensmittel zu sehen, weil also wir brauchen jetzt selten Zucker, um auf unsere Kalorienbilanz voll zu bekommen. Deswegen ist es schon ein Genussmittel und man könnte auch darüber diskutieren, ob das denn eine Droge ist. Gehören denn sowas wie Computerspielsüchtige, also Computerspiele in sich sozusagen oder Internet oder sowas, auch zu Drogen, oder zählt es nicht dazu, weil es einen nicht körperlich wird? Ja, das ist wiederum eine Definitionssache. Also wenn man allgemein Drogenpolitik macht, kann man durchaus sagen, ja, es gibt auch hier, also gerade was Spielautomatensucht angeht, die, also das ist eigentlich am konkretesten, also gerade die Definition von allgemein, was durch World of Warcraft-Abhängigkeit und Facebook-Abhängigkeit, kann man darüber diskutieren, ob das überhaupt wirklich wissenschaftlichen Kriterien standhält, wenn man da eine Definition anwendet, und ob man dann nicht irgendwann zu dem Punkt kommt, dass es irgendwann so weitreichend ist, die Definition, dass man irgendwann alles drunter fassen kann. Also es gibt da auch, also manche Leute sprechen von einer Inflation der Süchte, weil da sind die Leute auch noch sexsüchtig und arbeitssüchtig und kaufsüchtig und weiß der Teufel was süchtig. Das wird dann halt irgendwann relativ unscharf, während es gerade bei Spielautomaten sehr, sehr große Ähnlichkeit gibt, weil gerade diese ganz, ganz schnellen Spiele und ganz schnell gewinnen, verlieren, das spricht auch durchaus ähnliche Teile des Hirns an. Das kann man relativ gut nachweisen. Inwieweit andere Verhaltensweisen auch drunter fassen, kann man drüber diskutieren. Persönlich bin ich da noch eher skeptisch. Also, aber das hindert die Drogenbeauftragten nicht, irgendwelche Projekte des Monats aufzurufen, die dann erzählen, hier das Heroin aus der Steckdose und wir haben unser Sohn dann das Internet verloren. Da muss man dann schon irgendwann sehr vorsichtig sein. Es ist auch durchaus bezeichnend, dass gerade in den offiziellen Definitionen, also in den Krankheitsdefinitionsbildern der Ärzte, solche Sachen, soweit ich weiß, immer noch nicht aufgenommen wurden, weil es einfach noch nicht so griffig ist, dass man sagen könnte, wir haben hier eine Definition, mit der ich eine Diagnose stellen kann. Das wird dann irgendwann sehr unscharf, wobei das ja allgemein bei vielen Sachen schon problematisch ist. Also Musterbeispiel ist auch ADHS, also dieses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Da gibt es sicherlich Leute, wo das stimmt, aber es gibt auch unglaublich viele Ärzte, die das mal schnell diagnostizieren, teilweise nicht wirklich dafür ausgebildet sind. Und wenn man dann mal nachprüft in der wissenschaftlichen Studie, wie viele dieser Diagnosen denn wirklich, dass sie die richtigen Symptome erfasst haben und die richtige Diagnose gestellt haben, dann ist das bei 50% abwärts. Also auch da braucht man teilweise schon mal wirklich Spezialisten, die sich wirklich damit auskennen und nicht irgendwelche besorgten Eltern, die zusammen mit besorgten Hausärzten dann an die Presse gehen und ne, das Heroin aus der Steckdose anprangern. In meinem Vortrag wird es jetzt erstmal speziell wirklich um die substanzgebundenen Dinge gehen, weil da kann man dann auch wirklich Pharmakologie betreiben. Für alle anderen Sachen kann ich zwar auch machen mit dem schönen Kernspintomograph und den Leuten in den Kopf reingucken, aber das ist dann nochmal ein bisschen komplizierter. Im Englischen hat man es eh einfacher, wenn man von Drogen sprechen möchte, dann da gibt es den Begriff der Drugs, der auch umfassender ist, der auch zum Beispiel Medikamente explizit
mit beinhaltet, weil auch viele Medikamente auch in diese Definition, auch ganz praktisch in diese Definition reinfallen. Dazu später noch mehr. Wenn wir jetzt Drogen irgendwie klassifizieren möchten, also Menschen haben immer ein unglaubliches Bedürfnis, Dinge in Schubladen zu stecken, am besten nur zwei, so der helle und der dunkle, schwarz und weiß, da kann man dann bei Drogen schauen, okay, was gibt es denn da alles? Es gibt den Ursprung, also kommt diese Droge her, man kann die Sache chemisch klassifizieren, wenn man das möchte, man kann in harte und weiche Drogen unterteilen, ich kann davon nur abraten, also zumindest in dem, was man wirklich denkt. In der Kommunikation nach außen kann das nicht schlecht sein. Also auch im grünen Wahlprogramm steht drin, wir wollen weiche Drogen wie Cannabis legalisieren. Das kann ein akzeptabler Kompromiss sein, aber wenn man sich ernsthaft damit beschäftigt, sollte man diese Begriffe eigentlich vermeiden, weil sie nicht haltbar sind. Auch das werde ich gleich zeigen. Man kann Drogen auch versuchen, nach ihrer Gefährlichkeit zu klassifizieren. Das ist dann vielleicht die Wiedergeburt von harten und weichen Drogen in einer etwas der kontinuierlichen Skala, also nicht wir haben gute und schlechte Drogen, sondern wir können eine gewisse Skala entwickeln. Dazu gibt es sehr schöne Studien. Man kann schauen, sind sie legal oder sind sie illegal? Gerade auch im Kontext mit ihrer Gefährlichkeit ist das spannend. Und zuletzt kann man sich natürlich noch ihre Wirkung anschauen. Und das ist dann eigentlich das Ding, womit man Substanzen eigentlich wirklich schön erfassen kann und auch schön zweidimensional aufmalen kann. Auch dazu habe ich eine schöne Grafik. Ja, Frage. Genau. Zählt Cannabis eigentlich als harte oder weiche Droge? Also jetzt in dieser Unterteilung? Da ist es eine weiche Droge. Da ist es eine weiche Droge. Ja. Wie gesagt, ist. Und trotzdem ist sie illegalisiert. Ja, also wie. Wir werden gerade, wenn. Also zum Beispiel, gerade wenn ich über die Gefährlichkeit spreche, da gibt es Menschen, die eine Skala entwickelt haben. Und dann kann man auch den Legalitätsstatus bei daneben halten und dann wird was erkennen. Okay. Aber dazu gleich. Die eine Möglichkeit, erstmal Substanzen ganz klassisch zu charakterisieren, ist, wo kommen sie überhaupt her? Es gibt Pflanzen. Die bekannteste pflanzliche Droge, das ist einfach vergorene Stärke. Da kommt dann Alkohol bei raus. Das nehmen relativ viele Leute auf sich, deswegen hat man auch schon relativ viel gefunden. Also relativ früh hat die Menschheit darauf gestoßen, wenn man irgendwelche Früchte hat und die vergehren irgendwann, dann entsteht Alkohol. Es gibt Hanf, es gibt Bohnen, es gibt den Coca-Strauch, da kann man Substanzen draus gewinnen und weiterverarbeiten. Bei Coca ist es durchaus so, Coca ist ein ganz natürlich vorkommendes Stoff in der Coca-Pflanze drin. Das Einzige, was da gemacht wird, er wird halt extrahiert und destilliert im Prinzip, also aufkonzentriert, so wie man das bei Alkohol auch macht. Also wenn ich Schnaps haben will, dann ist das ja auch eine Sache, die im Zweifel auch natürlich entstanden sein kann und ich tue das nur halt immer weiter eindampfen, dass ich eine höhere Konzentration erreiche. Was es auch noch gibt, sind noch eine ganze Menge Nachtschattengewächse. Das fängt an bei Tabak, aber auch Dinge wie Skolpamin. Das ist ein Wirkstoff, der in den ganzen Nachtschattengewächsen so drin ist. Also Engelstrompete, Stechapfel, vielleicht schon mal gehört. Da muss man vorsichtig mit sein. Als isolierter Wirkstoff, teilweise wunderschön wirksam. Aber das sind erstmal alles Sachen, die in Pflanzen vorkommen. Was gibt es noch? Dann gibt es noch Kategorien, die eher ein bisschen seltener sind. Es gibt tierische Drogen. Wer das mal live in Farbe sehen will, es gibt eine schöne Simpsons-Folge, wo Homer an so einer Kröte rumleckt. Also das kann man wirklich auch machen. Und die haben da relativ starke Halluzinogene drin. Das ist eigentlich ein Abwehrstoff der Kröten. Ich glaube, gerade in Australien sind die unglaublich verbreitet, also zur richtigen Landplage geworden. Ansonsten gibt es kaum andere tierische Drogen. Was es auch noch gibt, sind natürlich Pilze in allen Formen und Farben. Pilze sind keine Pflanzen. Jeder Mensch, der ein bisschen biologische Grundlagenkenntnisse hat, weiß das. Die Bundesregierung wusste es eine ganze Weile lang nicht, weil sie haben versucht, Zauberpilze zu verbieten. Haben dann gesagt, naja, laut der Definition im Betäubungsmittelgesetz ist verboten, naja, Pflanzen und Pflanzenteile, Tier- und Tierteile sowie Reinsubstanzen. Und dann haben sie die Pilze, die Anlage draufgepackt und dann hat halt irgendjemand gesagt, Leute, könnt mir ja nichts, weil ihr habt ja das für Zauberpilze reingeschrieben, aber das sind weder Tiere noch Pflanzen. Und ja, dann sind vor Gericht verloren und dann waren Pilze für eine Weile erstmal wieder legal, weil das Betäubungsmittelgesetz nicht gegriffen hat. Was es auch noch gibt, sind mineralische Drogen. Also was eine der wenigen Sachen, die mir da spontan einfällt, ist Arsenik. Also das ist ein, ich glaube, Arsenoxid. Das kann man auch nehmen,
Das war in manchen Teilen in Alpenregionen verbreitet, dass man das konsumiert hat. Das Arsen ist eigentlich giftig, aber wenn man das in geringen Dosen konsumiert, dann kriegt man auch so ein Wärmegefühl und entwickelt auch eine entsprechende Toleranz dagegen. Und da gab es diese Arsenesser, das war mal in manchen Alpenregionen war das mal verbreitet. Also auch das gibt es, ansonsten sind die meisten anderen wirklich reinen Elemente eher giftig. Was es auch noch gibt, was auch pharmakologisch eingesetzt wird, ist Lithium. Das ist auch ein reines Metall. Das wird auch gegen irgendwelche psychischen Krankheiten mit eingesetzt. Und dann die beiden großen noch Bereiche sind halbsynthetische Drogen und vollsynthetische Drogen. Also halbsynthetisch ist alles, was ich aus einer gewissen Grundsubstanz, die in der Natur vorkommt, herausentwickeln kann. Das bekannteste Beispiel ist vielleicht Heroin. Und ein anderes bekanntes Beispiel für Medikament ist Aspirin, also Acetylsalicylsäure, genauso wie Heroin die Acetylmorphin ist. Beide Grundsubstanzen, also die Salicylsäure, als auch das Morphin, sind natürlich vorkommende Stoffe. Und man hat, also in der Zeit haben einfach Chemiker mal probiert, was passiert, wenn ich das Zeug acetylisiere, also wenn ich Essigsäure hinzugebe. Und dann kam halt aus der Salicylsäure das Aspirin bei raus und aus dem Morphium das Heroin. Aspirin hat man dann erstmal sein lassen, weil das war so schwach wirksam und hatte Nebenwirkungen. Dann hat man lieber das Heroin vermarktet, was auch sehr erfolgreich weltweit eingesetzt wurde gegen alles Mögliche. Was damals auch insofern ein ganz anderer Kaliber war, weil das Zeug halt in kleinen Dosen oral konsumiert wurde, also in der Pille, was ganz anderes ist, als wenn ich das Zeug rauche oder mir in purer Form in die Vene jage. Also bisschen, also gerade so Opiate in Pillenform werden auch durchaus heute werden noch eingesetzt. Dann hatte ich Heroin, aber auch Codein, Morphin kann man alles entsprechend einsetzen. Beispiel für vollsynthetisch hergestellte Drogen, soweit ich weiß, denn zum Beispiel Benzodiazepane, also sowas wie Valium, also gewisse angstlösende Substanzen, die werden dann hauptsächlich vollsynthetisch hergestellt und auch Methadon wird vollsynthetisch hergestellt. Theoretisch kann man auch jede andere Substanz, die in der Natur vorkommt, natürlich auch komplett vollsynthetisch herstellen. Bringt es halt nur selten, weil es einfach viel zu aufwendig ist. Dass das immer mal wieder ein bisschen verwirrend ist, merkt man beim Thema Heroin, weil da wird dann plötzlich gesagt, also es gibt ja diesen Modellversuch oder inzwischen auch ganz regulär, kann man sicher für abhängige Heroin verschrieben bekommen. Und dann ist es relativ seltsam, weil die ganze Presseberichterstattung war da voll davon, dass dann irgendwelche Heroinabhängigen mit vollsynthetischen Diacetylmorphin behandelt wurden, was halt vollkommener Schwachsinn ist, weil das beide jetzt die gleiche Substanz und Heroin, auch was die bekommen, wird nicht vollsynthetisch hergesteuert, das ist viel zu aufwendig, wenn ich einfach Morphium nehmen kann, ein bisschen Essigsäure Anhydrid dazu kippe und das auch habe. Also das war als erster Schwung, wie man das klassifizieren kann. Weil ich jetzt schnell drüber gehe, ist die chemische Klassifizierung, also jeder, der Chemie Ahnung hat, mag da seinen Spaß dran haben, dass man das einteilen kann in Alkaloide, und also was so ein Überbegriff ist, und das auch noch ein bisschen ausdifferenzieren kann. Das ist insofern recht nützlich, wenn man manche Sachen verstehen möchte, weil chemisch verwandte Substanzen natürlich auch ähnlich wirken. Also es gibt zum Beispiel Ephedrin, das ist natürlich oft vorkommendes stimulierende Substanz. Wenn man das ein bisschen umwandelt, kommt man zum Amphetamin im Speed, was nochmal stärker wirkt. Und vom Amphetamin kann man dann wiederum Derivate bilden, wo dann Ecstasy rauskommt, was dann auch aufputschen wirkt, aber auch noch andere Wirkungen hat. Also da kann man sich, wenn man die Chemie anschaut und geneigt ist, auch eine ganze Menge dran erkennen. Wenn man da weniger Ahnung hat, ist das nicht so spannend. Deswegen komme ich direkt nochmal kurz zu den harten und weichen Drogen. Vielleicht auch kurz, wie kam man überhaupt auf die Idee, Drogen in hart und weich zu unterteilen? Das haben die Niederländer gemacht. Die Niederländer haben auch so 68, schlag mich tot, wann genau, sich auch überlegt, wir müssen jetzt irgendwie diese Drogen mal irgendwie reglementieren. Und sie haben halt nicht gesagt, wir verbieten halt mal alles, so wie das in Deutschland eher der Fall war, sondern wir machen das abgestuft. Wir haben eine Liste von Substanzen, die wir wirklich ganz knallhart verboten sehen wollen, und andere, wo wir ein bisschen lockerer sehen. Zum Beispiel Cannabis fällt da drunter. Deswegen ist in den Niederlanden Cannabis, geht da offiziell als weiche Droge, und deswegen wird das eher geduldet. Da sind auch noch ein paar andere Substanzen mit drin, auch ein paar pflanzliche Sachen noch, wo die Repression nicht so hart ist. Daher kam diese Unterteilung in harte und weiche Drogen. Sie wurde dann gerne übernommen.
ist nicht haltbar, hatte ich schon gesagt. Was man noch, also was dahinter vermutlich auch steckt, dass man gerne die Mensch, also die Welt in Schwarz und Weiß einteilt und dann kann man nicht die guten, weichen Drogen versus die bösen, harten Drogen darstellen. Unabhängig davon, wie man jetzt Substanzen einzeln bewerten möchte, ist die Gefährlichkeit einer Substanz ja nicht nur in ihrer Pharmakologie gegeben, sondern natürlich auch, wie die Menschen damit umgehen. Insofern kann man vielleicht von harten und weichen Konsummustern sprechen. Das korreliert ein bisschen mit der Substanz, aber das sehr viel spannendere ist zu schauen, wie gehen die Leute damit um, weil es gibt im Zweifelsfall Menschen, die mit einer vermeintlich harten Droge wie Heroin relativ problemlos klarkommen und keine weiteren Probleme damit haben, und andere Leute, die mit der vermeintlich weichen Droge Cannabis sich im Zweifelsfall ziemlich die Rübe wegkiffen und nichts mehr auf die Reihe bekommen. So. Wenn ich jetzt die Bewertung von Drogen ein bisschen objektiver fassen möchte, dann. So. Habt ihr deine Stulli wiedergefunden, oder? Mona hat den. Also. Dann kann man sich auch überlegen, okay, was wäre denn ein objektiver Maßstab, um die Gefährlichkeit von Substanzen zu bewerten? Und es gibt da eine Studie von 2007 von David Nutt. David Nutt war Vorsitzender des obersten Drogenberatungsgremiums der britischen Regierung. Und er hat eine Methode ausgedacht, wo er Substanzen bewerten möchte. Hat das dann auch in The Lancet veröffentlicht. Also das ist so die Fachzeitschrift im Bereich Medizin, sowas wie für die Physiker Nature. Also wer Nature drin ist, der hat eigentlich gewonnen und ist auf dem Weg zum Nobelpreis. Er hat das in The Lancet veröffentlicht. Und er hat gesagt, naja, wir nehmen jetzt mal neun Parameter, um Drogen zu bewerten. Also Sachen wie akute Schädlichkeit, was kann ich mich damit ganz direkt umbringen, chronische Schädlichkeit, was passiert mit mir, wenn ich das über einen längeren Zeitraum nehme, psychische Abhängigkeit, physische Abhängigkeit, welche Schäden entstehen, wenn die Leute aktiv berauscht sind. Also ganz klassisches Beispiel ist zum Beispiel Gewalt und Alkohol, das sind zwei Sachen, die sehr stark miteinander verknüpft sind. Und dann hat er sich überlegt, naja gut, jetzt habe ich diese neuen Parameter, die kann ich ja nicht gut messen. Also bei vielen, also bei manchen Sachen wie so eine körperliche Abhängigkeit kann ich vergleichen, das nur mit irgendwelchen Laborratten versuchen irgendwie zu messen. Aber auch Tierversuche sind ausreichend skeptisch zu sehen, weil der Homo sapiens sapiens ist keine Laborratte, sondern hat so komische Sachen wie Mitmenschen und so. Das macht das alles relativ schlecht übertragbar. Und deswegen hat er sich überlegt, naja, dann frage ich halt Experten. Und hat im ersten Schritt geschaut in einem Institut für Psychiatrie, welche Leute sind da ausgewiesene Experten im Bereich Drogenabhängigkeit, und hat denen entsprechende Fragebögen geschickt und Interviews mit ihnen geführt und hat dann, also das als erste Grundlage hatte, auch nochmal weitere Leute angeschrieben, querbeet Experten, Leute, die sich täglich mit dem Thema Drogen, Drogenabhängigkeit beschäftigen. Die Quintessenz der Studie war, dass er einfach die Leute gebeten hat, die Substanzen, also diese einzelnen Parameter, zu bewerten auf einer Skala von 0 bis 3. Man kann sich diese Studie mal im Detail anschauen, ist hochspannend zu sehen, auch wenn man sich anguckt, welche Substanzen bei welchen Parametern denn rausstechen und wie denn ein Drogenranking aussieht, wenn man mal gewisse Faktoren in den Vordergrund stellt. Oder wie auch die Gefährlichkeit sich verändern würde von Substanzen, wenn sie legal wären. Weil es gibt gewisse Risiken, die sind bei der illegalen Droge natürlich deutlich ausgeprägter, mit Streckmitteln, Überdosierung etc., als wenn die Substanz legal wäre. Wenn man es ganz einfach machen will, kann man einfach diese ganzen Parameter aufsummieren und daraus ein Ranking erstellen. Ich habe das hier mal gemacht. Da es vermutlich nicht genau zu sehen ist, lese ich die Drogen einfach mal von oben runter und erkläre auch bei manchen kurz, was es ist. Also ganz oben steht Heroin, dann kommt Kokain, also oben sind die relativ gefährlichsten, dann kommen Schlafmittel, Methadon aus dem illegalen Handel, Alkohol, Ketamin, also Alkohol ist hier, Ketamin ist ein Narkosemittel, dann Sachen wie Valium, Speed, Tabak, ein anderes Substitutionsmittel, ähnlich wie Methadon, Cannabis, Lösungsmittel, ein eher unwichtiges Amphetamin, LSD, Ritalin, Steroide, Liquid Ecstasy, Ecstasy. Was fällt auf in dieser Grafik? Naja, das eine, was sicherlich auffällig ist, die legalen Drogen, Alkohol und Tabak, sind relativ weit vorne, oder auch zumindest im Mittelfeld.
Cannabis ist nochmal deutlich drunter. Und, was ich persönlich auch noch auffällig fand, war, dass im Prinzip ab Cannabis hier, diese ganzen Substanzen, wenn man sich die Balken anschaut, die geben sich nicht viel. Da ist eigentlich nicht mehr so schrecklich viel Unterschied, was die Gefährdung angeht. Wenn man sich jetzt anschaut, also er hat gesagt, naja, also das ist, war im Prinzip eine erste Studie, er hat auch noch eine zweite veröffentlicht, die nochmal deutlich detaillierter ist und auch mal ein paar Parameter mehr abfragt, nochmal mehr Leute etc. Die ist eigentlich so, also die ist dann eine Komplexität, die, dass man sie nicht mal eben schnell vorstellen kann. Auch die ist wieder durch die Medien gegeistert. Da war dann Heroin nicht mehr auf Platz 1 gestanden, weil das nochmal detaillierter bewertet wurde, welche Risiken es gibt. Und dann hat sich Alkohol noch ein bisschen weiter nach vorne geschoben. Aber er hat diese Skala mal entwickelt. Also er ist auch nicht der Einzige, der sowas entwickelt. Auch die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, also eine EU-Agentur, versucht auch gewisse Rankings zu erstellen, also gewisse Maßstäbe zu setzen, wie man den Drogen bewerten kann. Und dann hat er gesagt, naja, so, liebe Politik, jetzt habe ich hier mal ein Ranking gemacht. Die britische Regierung hat sich da nicht weiter drum gekümmert, sondern eher hat einen Rückwärtsgang eingelegt. Die hatten Cannabis mal relativ so ein bisschen entkriminalisiert, also zumindest auch nochmal herabgestuft, die Strafen. Dann haben sie das Mitarbeiter verschärft, die Regelung, auch mit relativ fadenscheinigen Argumenten, worauf David Dutt dann massiv rumprotestiert hat. Und irgendwann dann, dass der Regierung zu bunt wurde, dass dann einfach ihre wissenschaftlichen Berater das von sich geben, was sie wissenschaftlich ermittelt haben und nicht das, was Regierungslinie ist. Dann wurde er rausgeschmissen, die Hälfte seiner Kollegen hat gesagt, gut, dann können wir es auch sein lassen, dann gehen wir auch. Wenn man jetzt diese Maßstäbe mal anlegt an die Substanzen und mal vergleicht das mit ihrem Legalitätsstatus, kommt dieses Bild bei raus. Also ich habe jetzt hier in der rechten Spalte, es reicht zu sehen, dass hier so ein paar Farben in der Gegend rumstehen. Schwarz sind die Substanzen, die verboten sind. Grau sind die Substanzen, die so quasi legal sind, also zum Beispiel Arzneimittel. Und grün sind die Substanzen, die legal erhältlich sind. Zu erkennen ist ein Muster von, es gibt kein Muster. Also die Einteilung, die rechtliche Einteilung heute von Substanzen hat nach irgendwelchen Kriterien mal stattgefunden. Aber es hat nichts, also nicht mal von der Tendenz her, mit der ermittelten Gefährlichkeit zu tun. Da meine Frage. Ich wollte nur wissen, ob da Koffein auch berücksichtigt wurde. Nee, Koffein nicht. Aber vermutlich wäre es auch relativ weit unten gelandet. Ich glaube, bei Koffein ist vermutlich das Hauptproblem die psychische Abhängigkeit. Das kann man durchaus sagen, das ist sicherlich gegeben. Das Problem hat man, also das Problem zeigt sich selbst. Ich meine, das ist auch bei Nikotin sehr stark, die psychische Abhängigkeit. Da man relativ leicht an das Zeug rankommt, fallen die panischen Reaktionen und die Beschaffungskriminalität relativ gering aus. Aber im Zweifelsfall wäre es auch mal ein spannendes Experiment. Wir gehen mal in irgendein Hochhaus, in ein Bürohochhaus und mal den ganzen Kaffee durch Koffein frei ersetzen und dann die Leute beobachten, die wir nicht total durchdrehen, weil sie massive Entzugserscheinungen haben werden. Das ist den meisten Leuten gar nicht bewusst, dass Koffein auch eine saftige Abhängigkeitsentwicklung hat und man nimmt einfach dann auch, also die Liste an Symptomen ist so lang, also mit grippeähnlichen Sachen und Kopfschmerzen und man ist total kaputt. Hatte ich entzündete Tage auch, ich war bei meinen Eltern und meine Mutter hat mir alles da gehabt, aber dass sie selbst kein Koffein verträgt, war keiner der Koffein im Haus, worauf ich dann auch erstmal, ich brauche jetzt erstmal irgendwo einen Kaffee her. Also wir konnten das noch managen, weil meine Oma hatte noch welchen, aber da habe ich dann auch erstmal so einen gewissen Schockmoment gehabt, von wegen, es ist kein Koffein da und so morgens mein Kaffee, der gehört halt nun mal dazu. Auch das ist eine psychische Abhängigkeit. Alle anderen Sachen sind bei Koffein Gott sei Dank relativ harmlos, also sowohl die akute Toxigkeit als auch der chronische Konsum sind nicht weiter schädlich, was auch sehr gut ist, weil so chronischer Koffeinismus doch relativ weit verbreitet ist. Aber man kann sich damit umbringen, wenn man es darauf anlegt. Man kann sich damit auch umbringen, wobei mir jetzt kein expliziter Todesfall bekannt wäre. Also ungefähr 5 Gramm Koffein, reines Koffein müsste man dann ungefähr zu sich nehmen, glaube ich. Ja, wobei das eher theoretische Berechnungen sind. Das ist ähnlich wie bei Cannabis. Bei Cannabis gibt es im Prinzip auch eine letale Dosis oder bei Zauberpilzen. Sowas kann man in Tierversuchen versuchen zu ermitteln. Da kommen dann so Ergebnisse raus. Naja, bei Zauberpilzen müsste ich circa mein Gewicht in Pilzen essen, damit ich mich letal überdosiere, was dann, naja, vermutlich relativ unpraktikabel ist oder mir das Zeug irgendwie reinspritzen. Bei Koffein ist das insofern, muss man natürlich doch dazu sagen, wie bei allen Substanzen, solche Werte für eine letale Dosis beziehen sich immer auf jemanden, der keine Toleranzausbildung hat. Gerade bei Koffein kann man sehr schön merken, dass man auch eine Koffeintoleranz ausbildet, wenn man genug damit konsumiert.
Und ich weiß, also ich hatte auch mal Höchstphasen, da habe ich so 2-3 Gramm reines Koffein konsumiert pro Tag. Das war dann auch nicht weiter spektakulär, weil die Toleranz halt entsprechend hoch war. Vermutlich hätte ich auch 5 konsumieren können, ohne tot umzufallen. Aber das hängt halt immer von der Person ab und der aktuellen Toleranz. Also wer einfach mal mit Toleranzausbildung spielen möchte, relativ ungefährlich, da ist Koffein die beste Mustersubstanz, die man für sowas nehmen kann. So. So. Das war jetzt im Prinzip so das, was man praktisch an Klassifizierung machen kann. Wenn es jetzt darum geht, die Sachen von der Wirkung her, da wir ja gleich noch drüber sprechen wollen, wie Drogen überhaupt wirken, ist natürlich dann die effektive Wirkung sicherlich auch eine spannende Klassifikationsmöglichkeit. Das kann man dann nicht mehr so gut in nackten Listen machen, weil viele Substanzen mehrere Wirkungen gleichzeitig haben. Und gut, bei der Grafik ist es ja schade, dass wir keinen Beamer haben, wobei selbst auf Beamern es meistens nicht ausreichend detailliert ist. Ich habe doch nicht nochmal einen kleinen. Es gab Leute, die haben das mal versucht, zweidimensional anzuordnen. Mit unterschiedlichen Polen. Also die Grafik kann ich dann auch gerne nochmal rumschicken. Persönlich finde ich die unglaublich erhellend. Weil sie haben im Prinzip 4 Wirkungen, die sich auch jeweils gegenüberstehen, ausgemacht. Also es gibt natürlich Substanzen, die stimulierend sind. Und es gibt welche, die einen eher dämpfen. Und es gibt Sachen, die das Hirn eher anregt, zum Beispiel zur Halluzination. Also die Filter abschalten. Auf der anderen Seite Substanzen, die halt eher also das Hirn insofern beruhigen, betäuben und einen runterbringen. Das sind so Achsen, mit denen man Substanzen bewerten kann. Und dann sind hier eine ganze Menge Substanzen angeordnet. Und das ist dann durchaus auch spannend zu sehen, wie die dann auch relativ zueinander stehen. Also gibt mal ein paar Beispiele. Also wir haben zum Beispiel hier bei den Substanzen natürlich bei Sachen, die einen runterbringen, da fallen natürlich die ganzen klassischen Schlaf- und Betäubungsmittel drunter. Das geht dann hier weiter zu den Opiaten. Bei den Opiaten, die sind natürlich auch in allererster Linie Dinge, die einen beruhigen, bis zur Ohnmächtigkeit. Aber es gibt dann auch einige Opiate, die auch eine halluzinogene Komponente dabei haben. Die sind dann halt eher hier zu finden. Wenn ich dann hier weiter wandere, komme ich dann zu unterschiedlichen Substanzen, die hauptsächlich halluzinogen wirken, aber auch eine aufpushende Wirkung haben. Und auch komme ich dann hier zu ganz leistige Sachen zu LSD, DMT, Psilocybin, das ist der Wirkstoff von Zauberpilzen. Ich kann dann weiter wandern und komme dann zu zu Sachen wie MDMA und Co., also diese ganzen Designerdrogen, den ganz klassischen Designerdrogen, inzwischen gibt es ja eine ganze Menge mehr. Die haben dann den Effekt, dass sie natürlich auf der einen Seite unterschiedliche psychische Wirkung haben, sei es halluzinogen oder sei es auch, dass sie bei den Menschen eine gewisse Empathie auslösen und so diese typischen, oh mein Gott, ich habe jetzt diese Pille genommen und ich möchte jetzt erstmal die ganze Menschheit umarmen, weil wir haben uns jetzt alle so schrecklich lieb und die Welt ist einfach schön, aber auch gleichzeitig stimulierend sind, weil es sind Abkömmlinge des Amphetamins, was natürlich eine rein stimulierende Substanz ist und dann auch hier zu finden ist. Und man kann dann nochmal weitergehen, hier oben wird es dann ein bisschen exotischer, dass dann hier oben halt immer mehr die Substanzen sind, die einen runterbringen, die einen ganz passiv beruhigen, also was ruhig stellen, was den Kopf angeht, aber nicht unbedingt was das körperlich angeht. Also eine Substanz, die hier dazwischen liegt, ist zum Beispiel das Ritalin, was ja eine Sache ist, die eigentlich erstmal, also das ist eigentlich ein, klassisch gesehen erstmal ein Aufputschmittel, also ein Amphetamin-Derivat, aber ist gleichzeitig bei den Leuten, die ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom haben, zumindest bei manchen Leuten davon auch wiederum den Geist so weit beruhigt, dass sie sich wenigstens auf eine Sache halbwegs konzentrieren können. Was hier auch schön dargestellt ist, also das seht ihr jetzt alle nicht mehr so richtig, sind aber zum Beispiel 2 Wirkstoffe, die in Cannabis drin sind. Das ist insofern lustig, also spannend zu sehen, weil Cannabis ja sehr unterschiedlich wirken kann auf Menschen und auch Cannabis in unterschiedlichen Sorten unterschiedlich wirkt. Das liegt nicht daran, dass es einmal das THC gibt, das ist hier auf der Achse des Halluzinogenen. Und es gibt das CBD, das Cannabis-Diol, das ist halt eher den Geist beruhigend. Und so gibt es halt, je nachdem welche Cannabis-Sorte man raucht, ist manche Substanzen, die einen halt eher draufbringen, weil eher halluzinogen unterwegs ist und eher wirklich das Bewusstsein beeinflusst wird. Und andere Sachen, die einen trauen machen und man einfach nur noch da sitzen will.
Das ist insofern auch spannend, weil zum Beispiel also unterschiedliche Sorten unterschiedliche Effekte da haben können, es sich auch teilweise mit der Zeit verschoben hat und es auch durchaus sein kann, dass wenn man in eine Region kommt, hauptsächlich vielleicht Cannabis unterwegs ist, was der eine Wirkstoff besonders gut ist und die Leute eher nur da sitzen und vor sich hin chillen oder und der andere halt gewöhnt ist, dass man eigentlich eher relativ ja, klar ist und sogar überklar und irgendwelche Dinge wahrnimmt. Das ist rein, also da gibt es im Prinzip auch der Index, also das Verhältnis dieser beiden Wirkstoffe zueinander bestimmt, welche spezifische Wirkung das Cannabis hat. Das ist auch eine Sache, die man hier wunderschön dran sehen kann. Wie kommt es jetzt zu den Wirkungen? Das ist ja nun die Frage, die gestellt wurde. Und da naja, müssen wir in die Biologie gehen, in die Pharmakologie und uns anschauen, naja gut, wie wird denn der menschliche Körper kontrolliert? Naja gut, wir haben Nervenzellen, ganz viele, die miteinander verknüpft sind und die sind, kommunizieren auf der einen Seite entweder untereinander, also im Hirn sind ganz viele Nervenzellen miteinander verknüpft oder sie sind verknüpft mit anderen Körperzellen und wenn die Nervenzellen dann entsprechend einen Impuls bekommen, dann werden meine Muskeln angeregt, sich zu bewegen und ähnliche Dinge. Also das ist der Blick, den wir auf den Menschen haben müssen. Wir haben ganz viele Nerven, die kontrollieren das Ganze und über den Nachrichtentransport wird der menschliche Körper gesteuert. Haben wir alle irgendwie mal Biologieunterricht gehabt, aber das ist das Bild, das man haben muss. Und wirklich auf der Ebene, also auf der Ebene der einzelnen Nervenzellen, kann man ansetzen, wenn man Drogen verstehen möchte, weil im Prinzip die eine Nervenzelle und die andere Nervenzelle kommunizieren dann über einen chemischen Weg und den muss man sich im Detail anschauen. Insofern könnte ich jetzt mit beliebigen Begriffen noch um sich schmeißen, also es gibt vielleicht auch aus Biologie kennen, Neurotransmitter, Axon und Antagonisten und Serotonin und irgendwelche Nervenimpulse und ein synaptischer Spalt, vielleicht irgendwann mal gehört, brechen wir jetzt auf das runter, was wir wirklich brauchen. Ja, erst noch ein Beispiel. Also mal kurz ein Beispiel, also mal von diesem Trivialen, ich bewege meine Muskeln, abgesehen ist zum Beispiel, wie wird denn der Tag- und Nachtrhythmus bei einem Menschen festgelegt? Da wird dadurch festgelegt, dass es einen Wirkstoff gibt, das Melatonin, das wird gebildet in der Netzhaut des Auges, das sammelt sich da und sobald die Netzhaut kein Licht mehr abbekommt, also denkt, es wird dunkel, wenn es dunkel ist, sollen wir schlafen, dann setzt es diesen Wirkstoff frei, der wandert dann zu den entsprechenden Nervenzellen und hat einen Effekt, das macht müde. Der beteiligte Neurotransmitter, der Neurotransmitter ist eine der Substanzen, mit dem das dann wirklich weitergeleitet wird, ist das Adenosin und dieses Adenosin sorgt dann dafür, okay, ich habe dieses Melatonin und deswegen gebe ich das Signal weiter, werde müde. Ein Stoff, der in diesen Kreislauf eingreift, ist Koffein. Koffein sorgt dafür, dass dieses Adenosin gehemmt wird, dass das blockiert wird und deswegen man nicht mehr müde wird. Deswegen ist Koffein streng genommen, wenn es um diese spezielle Wirkung geht, keine Substanz, die einen wach macht, sondern eher eine Substanz, die einen wach hält. Weil es einfach diese Müdigkeitssteuerung lahmlegt oder abbremst. Würde das bedeuten, dass wenn man schon müde ist und sich Koffein reinknallt, dann immer noch müde ist? Ja, also, und nicht müder wird? Ja, dass man nicht mehr müder wird, aber man wird eigentlich explizit wach. Wenn jetzt Koffein ganz selektiv, nur ganz speziell an dieser Grenze wirken würde, aber auf jeden Fall ist es besser, Koffein schon zu konsumieren, wenn man noch wach ist und bevor man müde geworden ist. Ja. Also das ist, kann man ja mal selbst beobachten, dann kann man seinen Drogenkonsum noch ein wenig optimieren. Nee, es bringt halt nichts, wenn man dann irgendwie eh schon total müde ist und sich dann ewig viel Koffein reinföhnt, weil dann kann man vielleicht nicht schlafen, weil man wird nicht mehr müde, aber so richtig wach ist man dann auch nicht. Ich glaube, Menschen 24 Stunden irgendwie Kaffee trinken. So, auch wieder schade, dass wir gerade keinen Beamer haben, weil das ist jetzt im Prinzip die spannende Grafik, also die alles erklärende Grafik, die alles erklärt, warum Drogen wirken. Ich erkläre das einfach mal so von oben nach unten. Also was sehen wir hier? Wir sehen hier einfach, das ist eine Synapse. Eine Synapse hat hier ein Axon, also das ist so ein Ausleger davon.
das Verbund, also das im Prinzip Kommunikation herstellen will mit einer benachbarten Nervenzelle. Und diese Nervenzellen, die sind nicht direkt miteinander verbunden, sondern hier ist ein kleiner Spalt. Das ist der synaptische Spalt, den wir vielleicht auch kennen. Und wenn eine Nervenzelle ein Signal weitergeben möchte, dann schüttet sie hier ein Neurotransmitter aus, das sind diese kleinen Kügelchen hier. Also schmeißt sie hier raus, dann können die Neurotransmitter hier rüber wandern, über diesen, also diesen Spalt, diesen physikalischen Spalt überwinden. Und hier auf der anderen Seite sind dann Rezeptoren, die die unterschiedlichen Wirkstoffe annehmen. Je nachdem, welche Rezeptoren da sind, passen da unterschiedliche Wirkstoffe drauf. Das ist so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Es gibt Substanzen, die passen sehr, sehr gut. Es gibt Substanzen, die passen da nur ein bisschen. Und es gibt auch Substanzen, die unterschiedlich stark daran binden. Was ein Musterbeispiel für die unterschiedliche Stärke einer Bindung ist, zum Beispiel, wenn ich Opiate konsumiere, also wie Heroin, dann kann dieses Heroin hier an Opiat-Rezeptoren andocken und kann unter anderem dafür sorgen, dass zum Beispiel mein Atemzentrum lahmgelegt wird, was eine relativ doofe Nebenwirkung ist. Ab einer gewissen Dosis. Wenn ich jetzt jemand mit einer Heroinüberdosis habe, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, ihm zu helfen. Das ist, indem ich ihm Naloxon verabreiche. Spritze oder so Nasenspray kann man das dem Körper zuführen. Und dieses Naloxon hat die Eigenschaft, dass es auch an diese Opiatrezeptoren anbindet, aber sehr, sehr viel stärker ist als Heroin. Und damit das Heroin verdrängen kann, ohne dass es gleichzeitig diese Wirkung hat, dass das Atemzentrum lahmgelegt wird. Und alle Drogen, die es so gibt, greifen an eben diesen Stellen hier ein. Die können unterschiedliche Effekte haben. Also die können zum Beispiel selbst an diese Rezeptoren andocken. Also zum Beispiel Cannabinoide docken an Cannabis-Rezeptoren an, Opiate und Opiat-Rezeptoren. Ich bringe auch gleich ein paar Beispiele, was es da so alles gibt. Oder, was die Neurotransmitter, oder sie wirken direkt auf die Neurotransmitter, oder was sie auch machen können, naja, der Körper ist ja effizient, da geht ja nichts verloren. Das wäre ja ziemlich doof, deswegen werden die Neurotransmitter, wenn die hier mal runtergeschmissen wurden, angedockt haben, nach der Weile lösen die sich wieder und werden hier oben wieder aufgenommen. Also recycelt, damit sie wieder ausgeschüttet werden können. Wenn ich jetzt eine Substanz einsetze, die dafür sorgt, dass das nicht mehr funktioniert, also dass zum Beispiel hier eine Sperre errichtet, dann ist dieser Mechanismus blockiert, dann sind diese Neurotransmitter weiter vorhanden und binden sich hier weiter dran. Das sind dann die sogenannten Wiederaufnahmehämmer, die sorgen dann dafür, dass hier die ganze Zeit was rumdümpelt und die Sache nicht so Impuls, sondern ein gewisses Dauerlevel versorgt wird. Ja, das sind alles natürlich chemische Prozesse, das ist viel mit Gleichgewichten und unterschiedlichen Niveaus, auf denen sich das bewegt. Also im Prinzip laufend was kommuniziert, aber man kann so das Niveau und die Signalstärke kann man mit Drogen beeinflussen. Und diese Stelle ist, wenn man das mal akzeptiert hat, dass Drogen da irgendwie eingreifen können, kann man sich an dieser Stelle eigentlich alles erklären. Weil die einzige Frage, die man sich da noch stellen muss, ist, naja, wenn ich wissen will, wie eine Droge funktioniert, muss ich nur fragen, okay, an welchen Rezeptoren, also an welchen speziellen Nervenzellen dockt das überhaupt an, also kann das überhaupt wirken? Wie stark ist diese Bindung? Also ist sie ganz schwach und kann vielleicht von körpereigenen Substanzen wieder weggetragen werden oder ist sie so stark wie beim Naloxon, dass ich damit auch andere Substanzen, die wirken, mal eben schnell beiseite wischen kann? Wo sitzt dieser Rezeptor und welche Funktion hat er? Bisschen detaillierter könnte man auch fragen, okay, wie kommt die Substanz eigentlich dahin? Und wie lange bleibt sie da? Da muss man dann schauen, wie die Substanzen abgebaut werden, etc. Aber wenn ich einfach nur die obersten Fragen beantworte, dann kann ich mal schauen, dann kann ich den menschlichen Körper durch untersuchen und merke, es gibt zum Beispiel die Opioidrezeptoren. Es gibt da unterschiedliche Typen an Opioidrezeptoren. Die hat man an unterschiedlichen Stellen gefunden. Die sind zum Beispiel im Hirn zu finden, die sind im Rückenmark zu finden und haben da entsprechend ihre Funktion. Also zum Beispiel ist die Wirbelsäule ja dafür verantwortlich, dass Schmerz weitergeleitet wird. Jetzt will ich gelegentlich, dass ich keinen Schmerz mehr spüre. Dann kann ich mit diesen Opioiden dafür sorgen, dass er nicht mehr weitergeleitet wird. Und dann habe ich auch entsprechend keine Schmerzen mehr. Dummerweise ist der gleiche
Kreislauf auch dafür verantwortlich, dass mein Atemzentrum funktioniert. Das Atemzentrum hat die Funktion, naja, sobald ich zu wenig Sauerstoff im Blut habe, mache ich und atme wieder. Ist ein Reflex, kann man nicht abschalten. Also mit normalen Mitteln, wenn ich Opiate konsumiere, weiß ich, okay, dann greife ich auch auf jeden Fall in diesen Kreislauf mit ein und habe deswegen immer den Effekt, dass ich jetzt auf eine Atemdepression hervorrufen kann. Weil ich weiß, beim Atemzentrum sind Opioidrezeptoren und jedes Opioid, das zumindest bei diesen Haupttypen greift, wird da immer irgendeine Wirkung entfalten. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die Cannabinoidrezeptoren. Man weiß, diese Cannabinoidrezeptoren sitzen zum Beispiel im Kleinhirn. Da sind sie für so Sachen wie Motorik verantwortlich, für Feinabstimmung. Jeder, der schon mal heftig bekifft war, weiß, das wird dann alles ab gewissem Punkt nicht mehr so richtig einfach. Auch im Hippocampus greift das, da ist der Gedächtnis und Wille. Deswegen, naja, manchmal so vielleicht ein paar Fetzen noch mal fehlen vom letzten Abend und man irgendwie auch vielleicht einfach gar keine Lust mehr hat, irgendwie aufzustehen. Ja, das liegt halt einfach daran, weil diese Cannabinoid-Rezeptoren da angreifen. Im Atemzentrum sind keine Cannabinoid-Rezeptoren. Deswegen kann man sich mit Cannabis, egal wie viel man konsumiert, wie einen Atemstillstand verpassen, weil der Wirkstoff ist zwar im Körper, aber der hat überhaupt gar keine Möglichkeit, an dieser Stelle anzudocken. Wo das natürlich auch relevant ist, wenn ich unterschiedliche Krankheiten habe, die darauf beruhen, dass gewisse Kreisläufe im Körper gestört sind, zum Beispiel das Tourette-Syndrom, das ist eine Störung im Hippocampus, dann kann ich natürlich Substanzen, die da wirken, wie zum Beispiel Cannabis, mal testen und schauen, ob die dafür sorgen, dass das ganze System wieder einpendelt. Und gerade bei Tourette-Syndrom haben dann auch unterschiedlichste Zucken und Ticks, dass die Leute irgendwie die ganze Zeit ihre Muskeln nicht mehr unter Kontrolle haben. Kann man Cannabis dafür einsetzen, wirkt das entsprechend. Das bedeutet, dass man eigentlich eine Droge nur dann wirkt, wenn man diesen Rezeptor vorher schon hatte. Ja. Gibt es das auch, dass man irgendwie einen Rezeptor vorher nicht hatte und dann durch den Drogengebrauch sich diesen Rezeptor quasi erst ausbilden muss? Nee, diese Rezeptoren, die sind im Körper vorhanden, weil die Biologie sie mal angelegt hat, die haben sich im Verlauf der Evolution mal entwickelt, weil der Körper diese Mechanismen selbst nutzt. Also der Körper benutzt ja zum Beispiel auch selbst sogenannte Endorphine, also körpereigene Opiate, die der Körper ausschüttet, damit Schmerzen gestillt werden oder damit man auch wirklich high wird und Euphorie bekommt. Das ist dann zum Beispiel bei irgendwelchen Sportlern, die ab einem gewissen Punkt, wenn sie laufen und laufen, einfach irgendwann so ein Runners High bekommen und dann entsprechend euphorisch werden. Beim Sex werden solche Sachen ausgeschüttet. Also das sind alles Wirkungsmechanismen, die der Körper selbst nutzt. Und wenn ich eine Droge hätte, die die kann nur dort greifen, wo es Rezeptoren für gibt. Also ich habe das zum Beispiel mal gehört bei diesem Katzengras, dass das irgendwie die erstmal nicht wirkt und irgendwie, dass man das irgendwie erst beim fünften oder sechsten Mal dann irgendwann davon dann erst drauf wird. Gut, das Phänomen gibt es prinzipiell auch bei Cannabis. Gibt ja auch eine ganze Menge Leute, die sagen, dass sie beim ersten paar Mal Cannabiskonsum erstmal nichts gespürt haben. Aber das ist dann, glaube ich, eher eine Sache, wie das Nervensystem darauf reagiert, wenn es dann plötzlich ein Signal bekommt, womit es vielleicht am Anfang gar nichts anfangen kann, weil das hat es noch nie gesehen. Und auch das Hirn muss das ja, also bei manchen Sachen, also gerade wenn es eher schwächere Substanzen sind, wie Cannabis, die an sehr vielen Stellen im Hirn angreifen, muss das Hirn auch erstmal damit klarkommen und das irgendwie mal verarbeitet bekommen. Und deswegen braucht man dann erstmal eine gewisse Gewöhnung. Und dann kann man diese Effekte auch deutlich eher steuern. Also zum Beispiel jemand, der auch entsprechend einschlägige Erfahrungen mit seinen unterschiedlichen Substanzen hat, da weiß er auch selbst und damit natürlich auch das Hirn eher damit umzugehen. Deswegen ist es natürlich was anderes, als wenn man schon mehrfach Alkohol getrunken hat, dann kann man sich davon auch eher einschätzen, wie wirkt denn das, als wenn man zum ersten Mal in seinem Leben Alkohol trinkt. Und auch Leute, die zum Beispiel häufiger mal Zauberpilze, LSD und ähnliche Substanzen konsumiert haben, die haben auch eine gewisse Psychonautik. Die können haben eine gewisse Fähigkeit, dann auch zu schauen, okay, wie komme ich gerade drauf, wie geht es mir gerade, wie gehe ich damit um. Also das sind dann eher Gewöhnungssachen, neue Rezeptoren entstehen nicht. Also ganz gänzlich neu, was natürlich passieren kann, ist, dass man eine Toleranzentwicklung hat, dass man einfach dann immer mehr Rezeptoren wachsen und man dann, um einen gewissen Schwellenwert zu erreichen, einfach mehr Droge konsumieren muss. Das gibt es auf jeden Fall. Gut, ich komme kurz zur Zusammenfassung, dann können wir auch einen kleinen Schnitt machen. Was ich damit sagen wollte ist,
Nervenzellen, die Kommunikation zwischen Nervenzellen, kontrollieren unseren Körper. Drogen beeinflussen die ganze Sache. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn ich weiß, welche Rezeptoren es gibt und wo die sitzen und wie die Substanz an dieser speziellen Ebene angreift, also inzwischen ist die Wissenschaft auch weit genug, das wirklich auf der Ebene in einzelnen Nervenzellen zu beobachten, kann ich mir genau erklären, wie diese Substanz welchen Einfluss das hat. So sagen, das ist alles kein Hexenwerk. Und man kann alle Substanzen über die entsprechenden wissenschaftlichen Kriterien auch entsprechend einordnen, kategorisieren und feststellen, welche Effekte kann diese Droge überhaupt haben und welche nicht. Das ist zumindest das, was ich problemlos allen Leuten auf den Weg geben kann bei der Frage, wie Drogen wirken. Und das funktioniert erstmal für alle Substanzen. Natürlich könnte man jetzt auch nochmal relativ speziell sich einzelne Substanzen anschauen, aber das ist erstmal der ganz grundlegende Mechanismus, wie Drogen überhaupt wirken. So, dann machen wir vielleicht einen kurzen Schnitt und vielleicht eine kurze Pause. Und dann mache ich mit der Frage weiter, was macht eigentlich die Drogenbeauftragte? Kann ich nur empfehlen, diese nette Broschüre sich mal runterzuladen. Was macht eigentlich die Drogenbeauftragte? Das ist so eine nette Kinderbroschüre, die die Drogenbeauftragte gemacht hat. Die hat sie selbst gemacht? Ja, hat halt im Auftrag gegeben. Und das Lustige ist, bei den ganzen Comics, die der da verwendet wird, also unabhängig davon, dass da irgendwie eine zeitlose blonde Frau zu sehen ist, die Drogenbeauftragte darstellen will, während sie eigentlich eher so von der Altersklasse meiner Oma ist. Aber man kann sich eben anders darstellen. Und irgendwie auch vom Stil her, also da ist auch so ein Hunderbein, der erinnert mich unglaublich an den Hund von Das kleine Arschloch. Das, was ich unglaublich lustig finde, dass die Drogenbeauftragte irgendwie den gleichen Comics, die wir Das kleine Arschloch verwendet. Ich bewerte das jetzt mal nicht weiter. Gibt es bis dahin irgendwelche Fragen? Kommentare, Anmerkungen? Etc. Wollen wir 5 Minuten Pause machen? Ja. Finde ich ja.